Wir sind zurück. Mit der Gruppe 1 und dem zweiten Auftritt der heimischen Mühlengrasauswahl. Ich hoffe, es kam gerade über die Außenmikrofone ein bisschen Atmosphäre rüber. Die Halle ist heiß gelaufen. Müller hat natürlich dann übrigens getan. Und wir hoffen jetzt natürlich auf einen etwas mutigeren Auftritt unserer Mühlengrasauswahl. Wobei der BVB, der jetzige Gegner, natürlich ganz starken ersten Auftritt hingelegt hat gegen den ersten FC Köln. Wir erinnern uns da vor allen Dingen an Dortmunds Nummer 18, Lukas Planchas, der einen guten Auftritt hinlegte. Bei Mühl ist ein Wechsel im Tor. Für Moritz Sander ist jetzt Benito Rehling im Tor, Spieler des FC Preußen Esbekamp. Schiedsrichter der Partie ist sein erstes Spiel heute Christoph Gerling vom VfL Pforzheim. Der BVB, wie vorhin schon erwähnt, mit einem Nationalspieler angereist. Nico Lübke, Spieler mit der Nummer 4, der Kapitän. Auch auf ihn werden wir natürlich ein besonderes Auge haben. Ja, der erste Auftritt der Mühlenkrasses war zusammengefasst. Zu wenig Mut nach vorne und zu wenig Konsequenz nach hinten. Das war irgendwie der Wurm drin. Natürlich hoffen wir jetzt auf einen verbesserten Auftritt in diesem zweiten Spiel. Hat der BVB hier noch mit etwas Nachhilfebedarf in Sachen Regeln. Rehling am Ball. Das haben wir gut abgelegt. Jetzt ein spitzen Winkel Außennetz. Erste Möglichkeit für die Kreisauswahl. Der erste strukturierte Angriff. Da ist wieder Magnus Klantos mit dem Fußversuch, aber geblockt. Abgelegt nochmal auf Reda Kabra. Mit der Hacke schön gemacht, Lübke wieder. Ballgewinn für Nico Scholz, auch er Spieler des FC Preußen bekannt. Insgesamt ja 12 Spieler nominiert. Der SV Eidinghausen, erster als Tabellenzweiter der Bezirksliga, stellt den größten Block mit 6 Spielern. Dahinter Preußen bekannt mit 4. Dützen und Lohe jeweils mit einem Spieler dabei. Also zwei Kreisligisten im Kader den Mühlenkreis auswahlen. Ja, der mit Stogerbein. Versucht er das 1 gegen 1 gegen Florian Wendt. Gut behauptet, gut abgelegt jetzt. Den Nico Scholz durchsetzen. War eine gute Aktion von Fabio Pornelle. Freistoß Dortmund. Schlussversuch. Und abgeblockt. Der Rehling da. Jetzt aber aufs Freischussbahn und der Ball verzogen. Also die Mühlis halten an 0-0. Und halten Dortmund besser als vom Tor, als das gegen Bayern München gelang. Wir finden jetzt noch mehr Zweikämpfe. Da ist wieder Rehling dazwischen. Sehr geklärt, gut gemacht von Phil Wenske. Jetzt
zweifellos. Er kann wehtun. Er gelegt, aber wieder ein Fuß dazwischen. Also sie sind beherzter, sie sind mutiger und sie sind wacher als im ersten Spiel. Jetzt wieder Rehling dabei. Dortmund im Umschaltverhalten sehr gut. Sobald der Ball verloren wird, gibt es Druck auf den Ball, gutes Gegenpressing, gutes Rückzugsverhalten auch. Es gibt wenig freie Räume. Ja, das war die Nummer sicher. Richtige Entscheidung von Rehling. Den flachen Pass wäre die Wahrscheinlichkeit eines Ballverlustes hoch gewesen. Der BVB wieder. Ja, auf ihn mit Terzi. Spiel gut abgelegt, aber die Mühles bleiben dran. So, jetzt ja die Möglichkeit, wenn es schnell geht. Guter steiler Ball, Abschluss muss gesucht werden und dann verzogen. Trotzdem richtig guter Angriff. Ball gewonnen, schnell umgeschaltet. Phil Wenske hier mit dem Versuch. Also auch noch 7 gespielten Minuten können wir der Kreisauswahl eine deutliche Steigerung attestieren. Und jetzt der Ball gewinnt. Tor ist frei. Abschlussversuch von Thilo Stallmann. Jede Torschance, jeder Torabschluss gibt natürlich mehr Mut, mehr Zutrauen in die Aktion. Wieder der Wechsel bei der Mühlenkreisauswahl. Ja, Ball war nicht außerhalb des Strafraums gespielt. Ja, der Christian fühlt man voll allein. Gleich vorne rauf zu gehen. Gar nicht erst ins Spiel kommt zu lassen. Langer Ball des Themen Struck, die Ablage und dann der Treffer am langen Pfosten. Luis Elsner mit dem Tor, mit der Führung für die Mühlis. Ist das schön nachgegangen, das Füßchen länger halten und den Ball versenkt. Luis Elsner für die Freien Turner Dützen im Verein aktiv. Mit der Führung gegen den BVB. Und das ist nicht so unverdient. Gute Möglichkeit wieder, Struck. Also das ist jetzt alles mutiger, gefälliger. Da ist noch mehr Teamgeist drin. Da haben die Trainer scheinbar die richtigen Worte gefunden. Man wollte es vorhin so krass nicht sagen, aber der Auftritt, der erste, war schon sehr, sehr enttäuschend. 6 Minuten sind noch auf der Uhr. Wieder Elsner. Mutigen 1:1 da. Und er trifft! Der Mut wird belohnt! Und genau das ist das, was wir eingefordert haben vorhin. Mutig sein, selbstbewusst sein, frech sein. Und auch das hat er den Tag gelegt. Da vernascht er einfach mal den Nationalspieler Nico Lübke. Als wäre das nichts. 2:0 für die Mühlenkreisauswahl. Struck, der Spieler des FC Preußen SBK, ursprünglich aus Schnathorst, war letztes Jahr schon dabei. Und jetzt mit dem Treffer für die Mühlis. Ah, guter Ballgewinn, jetzt sagt kein Foul, richtig entschieden von Christoph Gerling. Der nächste mutige Lauf. Also das ist jetzt alles zielstrebiger. Und so wollen wir doch unsere heimische Auswahl
auch sehen auf dem Feld. Das war schön durchgespielt, aber Pfosten wieder knapp daneben. Jetzt wieder frei, wieder in meiner Zwischen. Und jetzt dann Lauf nach vorne, Fabio Putmele. Ach, das hätte fast geklappt, aber auch das ist jetzt frech. Und was für eine Parade von Benito Rilling. Die Hände noch gerade so hoch bekommen. So, quergelegt. Nächste Chance zum 3-0. Nein. Knapp daneben. Guter Abschluss wieder. Luis Elsner. Druck jetzt in der Ecke. Das werden noch vier ganz spannende Runden. Und wo sind die Fans von den Mülis? Ballbesitz Dortmund. Wir haben noch gute 3,5 Minuten auf der Uhr. Entschieden ist das hier noch nicht. Dortmund ist in der Lage, auch in kurzer Zeit Tore zu erzielen. Aber die Mülis sind ganz, ganz nah dran. An der ersten faustdicken Überraschung. Hier im Turnier. Langer Ball, wieder Elsner mit dem Lupferversuch. Vielleicht wäre das auch zu viel des Guten gewesen. Man hat auch die Blöcke ein bisschen durchgemischt, man hat das Personal ein bisschen verändert und scheinbar jetzt das richtige Feintuning gefunden. Das war ein gutes direktes Spiel, schön rübergelegt. Drei Minuten noch knapp. Ja, sie sollten Dortmund nicht zu viel Platz geben, sie nicht aufdrehen lassen. Gerade als Gegenheitsversuch von Nick Scholz. Stur körperlich da, Freistoß Dortmund, aber Angriff der Dortmund dann wieder unterbrochen. Das war ein Tor! Emir Terzi! Aus dem Stand, Marcus in die Knie gejagt. Mit schönen Grüßen aus Dortmund. 1-2, das wäre hier ganz, ganz spannende letzte 2 Minuten in dieser Partie. Natürlich will Dortmund hier nicht gegen eine heimische Kreisauswahl verlieren. Das ist nicht der Anspruch des BVBs. Die werden jetzt nochmal richtig Gas geben. Aber egal wie das hier ausgeht, wir sind so zufrieden mit so einem Auftreten und so soll es doch sein. Mehr verlangt gar keiner. ...1.35 noch auf der Uhr. Das bräuchte jetzt auch so ein bisschen die Halle zur Unterstützung, zum Mut machen. 15 Minuten so konzentriert, das schlaucht natürlich. Das war ein Foulspiel. Jawohl, richtige Entscheidung. Freistoß. Für die Kreisauswahl. Zeit ist angehalten. 1 Minute 13. Noch auf der Uhr. Tritt einfach schneller von Florian Wendt. Jetzt 60 Sekunden der Partie laufen. Langer Ballversuch. Ball an die Decke, Freistoß. Wo ist der Dortmund? Genau. Dieser wird von der Seite ausgeführt. 50 Sekunden. Kann Dortmund noch einen Angriff setzen? Kann Dortmund noch einen kontrollierten Abschluss setzen? Die Mini schmeißen sich in die Bälle rein. Das ist Rehling, der hat den Ball. Und es gibt Freistoß für die Mühlenkreisauswahl. Spiel unterbrochen, auch das in der Regel. Letzte Minute, sobald der Schiedsrichter pfeift, wird die Uhr angehalten. Wir reden jetzt wirklich über Netto-Spielzeit, ähnlich wie wir das vom Handball kennen.
rübergetreten, außerhalb des Strafraums den Ball, also mit der Hand probiert, Freistoß für die Mühlenkreisauswahl. Und natürlich nochmal eine ganz dicke Möglichkeit, vielleicht hier mit dem 3:1 für die Entscheidung zu sorgen. Hier ist Azimi, wenn sich diesen Ball nehmen. Entscheidung oder Spannung? Das ist jetzt die Frage. Die Entscheidung! Trent Milis! Idris Azimi nagelt diesen Freistoß in die Maschen. 30 Sekunden auf der Uhr und die Milis führen bei 3:1. Das muss es doch eigentlich sein. Bei aller Qualität des BVB. Zehn Sekunden. Wir stehen ganz, ganz kurz vor der ersten Sensation in diesem Turnier. Anschlusstreffer 3:2, 4 Sekunden auf der Uhr. Also wenn Sie den Ball jetzt vernünftig halten, wenn Sie das ganz vernünftig ausspielen, dann darf hier eigentlich nichts mehr anbrennen, nicht bei 4 Sekunden. Natürlich presst Dortmund drauf, Ball ist weg. Und das Spiel ist aus, die Mühlis gewinnen gegen Borussia Dortmund mit 3:2.